Guten Tag, ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi, wir sind zurück bei FIFA 17 in der Karriere mit Dynamo Dresden. Beim letzten Mal ein 2-1, was alles in allem dann in Ordnung ging, klar. Testot übrigens hier mit 4 Toren Vorsprung. Vorm Lapa, Olic und Giasula auf der 1. Nein, also wir haben 2-1 gewonnen gegen Braunschweig, aber ich bin immer noch der Meinung, es hätte eigentlich mehr sein können von den Toren her und so. Sieg ist Sieg, von daher wollen wir uns da jetzt nicht beschweren. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir nehmen das so, wie es jetzt gekommen ist, mein Gott. So. Alena, der in den letzten Spielen wirklich explodiert ist, förmlich. Also bei ihm läuft es richtig gut. So, und jetzt gucken wir mal. Also ich bin echt zufrieden mit dem Team, was wir haben, muss ich echt mal sagen. Nächstes Spiel dann gegen den SV Sandhausen. Trainingsverletzung. Beim letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. Unglücklicherweise lautet die Diagnose für Giuliano Modica Hüftmuskelriss. Nach der ersten Einschätzung unseres Ärztestabs wird er für 2 Monate ausfallen. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das heißt, wir müssen jetzt. Ich stehe hier auf dem Kabel. Wir müssen jetzt ein bisschen umbauen. Osman dürfte ja jetzt bald wieder zurück sein. Ja, aber Modica, unser Kapitän, der hier eigentlich in der Innenverteidigung das im Griff haben soll. Ich dachte, Konrad konnte Innenverteidigung spielen. Demnach ja doch nicht. Das wäre jetzt die Chance für den jungen Müller, sich in dieser Mannschaft zu beweisen. Dann müssen wir das erstmal so speichern. Ich finde das jetzt trotzdem echt doof. 2 Monate Trainingsverletzung. Wow. Bin so geflasht. Okay. Ja, da können wir jetzt natürlich nicht viel machen. Was wir jetzt machen können, ist einen Sieg holen gegen gegen Sandhausen. Dann würden wir nämlich ein bisschen an der Spitze dranbleiben. Könnten punktgleich werden mit Stuttgart. Also die haben da anscheinend ein bisschen was liegen lassen. Oder haben die da was liegen lassen? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Kann man hier... Man kann doch hier sehen. Nee, Stuttgart hat 3-0 gewonnen gegen Braunschweig. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. So, genug geredet. Damit würde ich sagen, ab ins Spiel. Also, verletzungsbedingt haben wir 2 einschneidende Ausfälle. Ah, Osman fehlt. Modica fehlt auch. Ja, also da müssen wir wirklich ein bisschen Einbußen hinnehmen. Was tue ich hier? Wenigstens die Flasche getroffen. Ne, gut, reicht. So, ab ins Spiel. So, ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen ist es also. Und ja, gewissermaßen
eine ähnliche Partie, wie ich finde, wie gegen Braunschweig. Also eigentlich sind wir der klare Favorit und es sollten klare Kräfteverhältnisse sein in der Theorie. Gucken wir einfach mal auf die Tabelle. Dynamo Dresden, Vierter. Sandhausen habe ich da gerade gar nicht gesehen. Wir sollten jedenfalls jeden Gegner komplett ernst nehmen. Und egal wo die stehen, ob die jetzt auf 1 stehen, ob die jetzt auf 10 stehen. Jeder kann uns hier jederzeit schaden, wenn wir nicht voll konzentriert sind. Wir stehen nur da, wo wir stehen, aufgrund von harter, harter, harter Arbeit. Und sobald die aufhört, haben wir auch schlechte Karten. Damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie, das DDV-Stadion. Erwartungsfroh. Und wir sind gespannt, was Dresden uns heute hier zaubert. So, Berko mit Teixeira. Direkt mal erste Angriffsbemühung. Teixeira, Berko, ein starker Schuss, Stefaniak. Das ist das 1:0 für Dynamo Dresden. Ich habe gedacht, der Stefaniak kriegt den aus dem Winkel gar nicht mehr rein. Vierte Minute, 1:0 Dynamo Dresden. Teixeira, Berko, starker Schuss, stark gehalten und dann Stefaniak, mach den erstmal aus dem Winkel. Mach den erstmal aus dem Winkel. Im Nebel von Dresden. Das 1:0, vierte Minute, Marvin Stefaniak. Blitzstart für Dynamo Dresden. Besser kann es hier nicht losgehen. Berko da auch mit einem ganz starken Schuss. Und er hier, Teixeira, war da auch stark mit dran beteiligt. Hat er gut gemacht. Apropos Berko und Teixeira. Apropos. Teixeira, Testro 2:0. Es geht nochmal über die rechte Seite. Es geht nochmal über die rechte Seite und einmal mehr das Zusammenspiel von Berko und Teixeira und diesmal Pascal Testroth, der davon profitiert. Es läuft für Dresden heute. Das geht ja auf der Seite wirklich spielend einfach. Testroth, 10. Minute, 2:0. Und Sandhausen sollte jetzt vielleicht dann auch mal ein Bein auf den Platz bringen. Ansonsten könnte das hier noch ein ganz ekliges Spiel werden. Stefaniak ist schon wieder auf dem Weg. Stefaniak bringt den Ball in die Mitte. Alena. Nochmal. Alena. Geht zu Boden, kein Foul. Dresden ist hier wirklich zu 100% bei der Sache. Stefaniak mit dem Schuss abgeblockt. Stefaniak. Ja, der war nicht schlecht an sich. Berko. Aus selber Position wie vor dem 1:0. So, nochmal Stefaniak. Und noch einmal Eckstoß. Berko! Nicht schlecht. Also auch diese Ecken. Allesamt stark. Knaller. Jetzt allerdings sicher. Abseits. Also für Sandhausen läuft hier gar nichts. Ach ne, Freistoß. Okay.
War ein Freistoß für Sandhausen. Ich dachte, das war ein Abseitspfiff. Wir haben aber schon gegen Kaiserslautern gesehen, so ein 2:0 muss erst einmal nichts heißen. Deswegen heißt es hier heute nachlegen. Testrot. Ja, da fehlt ein bisschen was auf seiner Seite an Unterstützung. Testrot. Ja, gut, der Schuss war keine Rede wert. Muss Knaller sich nicht strecken. Und jetzt Sandhausen. Mal der erste Angriff. Ja. Schemenhaft. Testrot. Stefaniak Alenia. Schade. So, Knaller. Denkt sich, ja, wenn die das vor mir nicht hinkriegen, mache ich das. Freistoß für Sandhausen. Und die gelbe Karte gibt es. Für Florian Ballas. Nach einer halben Stunde. Ja, zieht da am Trikot, aber ist das zwingend gelb an der Mittellinie? Das war jetzt auch kein taktisches Foul oder etwas in der Richtung. Da würde ich es verstehen. Aber so? Weiß nicht. Langer Ball in Richtung Stefaniak. Stefaniak! Hat er wahrscheinlich selber gar nicht mitgerechnet, dass er da den Fuß noch dran bekommt. Bleibt beim 2:0. Jetzt wieder Sandhausen. Der Ball ist stark und das war die erste richtig gute Gelegenheit für die Gäste. Da hätte Schwäbe gerade mal gar nichts ausrichten können. Bei Dresden sind es drei Spieler vorne, die hier den Dauerbetrieb wirklich aufrechterhalten. Testrot, Stefaniak, Alenia. Und dann, wenn sie ein bisschen Hilfe brauchen, gibt es ja noch Teixeira und Berko. Hab gehört, die harmonieren ganz gut auf ihrer Seite. Sollen da irgendwann auch mal zwei Tore beigesteuert haben. Könnte sogar in dem Spiel gewesen sein, ne? So, Testrot. Ach, schade. Holt sich den Ball beinahe wieder. Dresden hat jetzt ein bisschen den Fuß vom Gas genommen und Eingang zurückgeschalten. Sandhausen bestraft das bisher noch nicht. Sondern ist hier selber erstmal in der Selbstfindungsphase. Wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich, was ist denn unser Konzept in diesem Spiel. Also wirken da ein bisschen planlos, stellenweise. Ja, und da haben wir sie. Die erste 100%ige Chance für Sandhausen. Und jetzt der Treffer, 2:1 und das hat sich angedeutet, die Gäste wurden hier stärker, Dresden hat das Tempo nicht erhöht und hier fällt jetzt also kurz vor der Halbzeit in Minute 44 der Anschlusstreffer für den SV Sandhausen. Vunkudica. Und da sah Schwäbe auch nicht gut aus. Den kann er halten. Den kann er halten. Das ist natürlich bitter. Also auch noch Pech für Dynamo Dresden. Kann aber jedem mal passieren. Deswegen wollen wir jetzt unserem Keeper hier nicht irgendwie komplett böse sein. Kommt vor. Mein Gott. Hauptmann. Alenia. Der da sehr frei stand im 16er. Leider aus diesen Freiheiten nichts machen kann. Koseki. Hat da Platz auf seiner Seite. Viel Grün vor sich. Teixeira dann jetzt endlich mal zur Stelle. Also 2:1 zur Halbzeit.
Dresden führt noch, aber man sollte hier wirklich schauen, dass man noch eins nachlegt. Und genau das wollen wir jetzt im zweiten Durchgang machen. Sandhausen wechselt, Damian Rosbach geht raus. Und es kommt Markus Karl. So, und wir sind dann jetzt mal gespannt. Wie das hier läuft, Pulisic. Der in der ersten Hälfte nicht ganz so aufgefallen ist, lag aber auch eben viel daran, dass eben die Seite da drüben um Teixeira und Berko wirklich allerhand Alarm gemacht hat. Sukuta Pasu. Und ein starker Schuss vom Torschützen zum 1-0. So, jetzt Pulisic. Jetzt hat er mal Platz. Christian Pulisic. So nicht. Zumindest erstmal nicht. Die Flanke. Alenia ist da. Pulisic nochmal. Knaller. Sicher. Also Dresden muss hier wirklich aufpassen. Also wir haben gemerkt, dass Sandhausen den Druck erhöht und gegen Kaiserslautern haben wir zum Beispiel auch schon gesehen, wie schnell das geht, dass es dann auf einmal 2-2 steht. So, hier kommen wir gerade nicht an den Ball und es gibt Freistoß für Sandhausen. Freistoß für Sandhausen, der war gar nicht schlecht. Schiedsrichter hat in dem Fall also ja, den Abschluss nicht als Beendigung des Vorteils gesehen und pfeift nachträglich den Freistoß. Haben wir, glaube ich, vor ein paar Partien auch schon mal anders gesehen. Dresden hat hier keinen Zugriff mehr irgendwie. So scheint es, dass sie hier ein bisschen die Kontrolle über die Partie wirklich verloren haben. Stefaniak. Fehler des Gegners. Stefaniak. Und Alenia. Und irgendwie geht der Ball dann rein. Alenia mit dem 3-1. Und das ist ganz wichtig für Dresden. Das ist ganz, ganz wichtig für Dresden. So, Stefaniak erst mit dem Ball in die Mitte. Da ist dann erstmal nichts draus geworden. Aber dann Alenia mit ein bisschen Dusel. Der Ball dann auch nochmal abgefälscht. Sodass Knaller keine Chance hat. Und Alenia mit dem 3-1. Carles Alenia. Genau das war's, was die Dynamo hier gebraucht hat. Ein Tor, um wieder Sicherheit zu gewinnen. Und es war jetzt eine ganze Zeit lang die Frage, wo soll dieses Tor herkommen? Jetzt haben wir die Antwort. Mit etwas Dusel. Etwas Glück, weil er natürlich noch abgefälscht war, aber gehört auch dazu. Berko, Testrot. Und dem war ja auch noch vorausgegangen ein technischer Fehler eines Sandhäusers. Jetzt heißt es aber trotzdem hinten umso wachsamer bleiben. Und das sah nicht nach wachsam aus. Natürlich war das auch schnell, direkt und gut gespielt von Sandhausen, aber ich weiß nicht, wie oft das nochmal gut geht für uns. Berko Teixeira. So, und wir gucken mal. Alena, starkes Spiel gemacht. Starkes Spiel gemacht. Jetzt natürlich die Frage,
dem Landgraf mal die Chance, glaube ich. Wobei, also, Henrich Teixeira, den Seitenwechsel ganz einfach, um die andere Seite auch nochmal ein bisschen stabiler zu machen. Aber wen packen wir in die Innenverteidigung? Das ist gerade das Problem. Erstmal keinen, dann müssen wir so anders für Stabilität sorgen. So. Und dann gucken wir mal. Stefaniak! Gute Chance. Wieder Knaller. So, der Eckball an sich nicht schlecht. Hauptmann! Wenn hier einer zum Beispiel noch den Fuß dran hält, kann das auch für Knaller ein richtig schwieriger Ball werden. Balleroberung von Ballas. Bockstark. Berko. Testroth. Der geht durch auf Gogia. Stefaniak. Schwierig, wie er den da sich selber noch irgendwie, ja, zurechtlegen will. Hätte ihn vielleicht einfach rüberlegen können. So hat er sich das Leben selber schwer gemacht. So, Stefania, Gogia, Hauptmann. Immer noch Hauptmann. Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Dresden. Foul an Hauptmann. Schiedsrichter sagt, das war im 16er. Gordon, wir gucken nochmal hin. Hauptmann will sich durchsetzen. Gordon blockt ihn einfach weg. Das kann man vermutlich so geben. Und Testroth mit der Chance und dem Tor zum 4-1. Und damit ist es die Entscheidung. Dynamo Dresden jetzt mit 3 Tore Vorsprung gegen Sandhausen. Das ist in 9 Minuten nicht mehr aufzuholen. Hervorragender Elfmeter. Nichts zu halten. Unters Dach gezimmert. Pascal Testroth. Es ist jetzt sein 12. Tor in der laufenden Saison. Das ist auch eine Zahl, die beeindruckend ist. Und das sage ich nicht einfach so. Schwäbe, auch nochmal gefordert. Ja, was hat Sandhausen heute falsch gemacht? Am Anfang zu lange verschlafen. Dann stand es eben schon 2-0 und das war ein fieses Foul. Wieder Gordon. Was sagt der Schiedsrichter? Gelb. Ja, aber wir werden gleich die Wiederholung nochmal sehen. Das war sehr fies, wirklich. Ja. Senzt ihn um. Chance für Stefaniak. Eieiei. Da reden wir nicht mehr drüber. Gogia. Nochmal Freistoß. Ja, Sandhausen hat jetzt sein Schicksal akzeptiert. Jetzt wird es auch nochmal etwas ruppiger. Gogia. Ja, nochmal die Chance. Es gibt Abstoß. Und dann war es das hier gleich. Halbe Minute noch plus Nachspielzeit. Die beträgt nochmal 4 Minuten. Beachte ich als etwas zu hoch. Aber gut. Testroth. Berko. Seitenwechsel. Gogia. Stefaniak. Ja, das macht Dresden jetzt natürlich auch stark. Gogia. Drüben nochmal Berko.
haut nochmal einen Pfund raus. So, und das war's. Dynamo Dresden schlägt Sandhausen mit 4:1 am Ende des Tages. Ein verdientes Erfolgserlebnis für Dresden. Zwei ganz schnelle Tore gab es hier zum Beginn der Partie. Dann hat man Sandhausen etwas zurückkommen lassen, hat allerdings dann bemerkt, oh, wenn wir einen Gang runterschalten, dann funktioniert das nicht. Hat dann wieder ein bisschen angezogen. Und ja, dann hat es auch wieder ganz gut funktioniert. So, gut. Und damit sind wir jetzt auf Tabellenplatz 2 vorläufig. Düsseldorf und Nürnberg spielen noch und St. Pauli auch. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FIFA 17. Bis dahin, Mädels, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.